Buongiorno, Freunde. Gibt's denn einer? So. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Das wird jetzt nur ein kleines Update-Video, beziehungsweise die Sommerpause ist jetzt vorbei für mich. Es werden wieder Videos produziert. Und wo die Videos produziert werden, das zeige ich euch jetzt dann. Ja? Kommt so mit. Also ganz kurz erklärt. Das ist jetzt dann meine neue Wohnung in Nürnberg. Das ist so ein Einzimmer-Apartment. Es ist nichts Besonderes jetzt, aber es ist richtig schön und vor allem alles sehr neu. Ja? Und ich, wie gesagt, ich will euch einfach nur ein bisschen auf dem Laufenden halten, dass ich jetzt eben umgezogen bin, habe ich ja schon erwähnt bei den letzten Videos und in meiner Insta-Story, also die auch mal abchecken, Instagram, ja. Ja, da mal eine wunderschöne kleine Küche, das reicht aber für mich, ich bin hier alleine, ja. Mikrowelle, alles was ihr braucht, Herd, gibt sowieso meistens nur Rice and Chicken, ihr wisst es ja. Und da ist dann halt so, weil ich jetzt eben übrigens in Nürnberg meinen Techniker mache, deswegen bin ich jetzt nach Nürnberg umgezogen. Der Plan war eigentlich nach München zu gehen, aber da ist das Ganze heuer nicht zusammengegangen von den Leuten her. Deswegen haben wir jetzt eben, ja, in Nürnberg habe ich mich da jetzt bewerben müssen, bin da genommen worden und ja, jetzt haben wir eben gesagt, ziehen wir nach Nürnberg. So, da ist dann mein Schreibtisch, da ist ein lauter Zeug drauf. Das wird dann wahrscheinlich mein Regal werden, um meine ganzen Supplements unterzubringen. Ja, da ist auch Besteck drin, aber ansonsten wird das eigentlich dann das Regal für die ganzen Supplements, fürs Eiweiß und so weiter. Aber wie ich das dann alles noch genau einrichte, da muss ich mir die nächsten Tage noch Gedanken machen. Am 8. September geht die Schule los und ja, die nächsten Tage haben wir noch einiges zum Erledigen. Ihr seht das ja, ist noch alles ganz kahl. Ja. Und das Geilste aber eigentlich an der Wohnung, also da vorne ist noch das Bad, sollen wir das Bad noch schauen? Ja, jetzt schauen wir das Bad auch noch um, weil es eigentlich schon sehr schön ist, ja. So, schaut's mehr. Haben wir gerade frisch geputzt. Ja, übrigens meine kleine Schwester filmt gerade, ich hab das eh gesehen. So, genau, wunderschönes Bad, alles wunderbar. Das Geile ist, es gibt da Rinnenbodenheizung, es gibt, das ist auf dem Echtholzparkettboden da, ist überall Bodenheizung, also im Winter ist schon echt chillig. Ja, da habe ich noch wieder einen Ofen für meine ganzen anderen Sachen, wenn ich koche, weil es wird nur gelernt, gegessen und trainiert. So, und jetzt aber das Geilste ist eigentlich daran an dem Ganzen der Balkon. Ja, wenn man richtig mal noch richtig schön ein, so allgemein, dass man draußen essen kann und alles. Wir haben jetzt gerade mal den Tisch von der Rinne wieder rausgestellt. Aber da, ich möchte dann so Europaletten und so wieder zum Hitchen und alles, im Sommer, Frühling und alles, genau. Oder im Winter, wenn es wieder so warm im Winter wird. Aber jetzt schaut es mir, also machen wir mal auf. Ups, halt andere Richtung. Ja, ja. So. Sehr klar, alles richtig schön hell. Das Coole ist ja da, wenn jetzt dann irgendwie lernen muss oder so, ups, dann ist da mein Schreibtisch. So. Und dann kann ich da so aufmachen. Und habe dann echt einen mega geilen Ausblick auf die City. Jetzt kommst du mal da raus und schaut sich das an, das ist Bombe. Das ist eben das Beste an der ganzen Wohnung. Da sieht man überall eben halt die ganze Stadt, Nürnberg. Wenn man es mal ganz kurz da hinten hinfilmt, so da hinten, ne? Sieht man das Nürnberger Stadion. Ja, da. Da ist das Fußballstadion. Ja, wie gesagt, da werde ich dann mehr draußen essen oder lernen oder keine Ahnung, aber es ist halt einfach schön, dass wir so einen riesengroßen Balkon haben jetzt und ja, der Ausblick ist halt jetzt nicht so der wahre jetzt gerade im Moment wegen dem Wetter, aber sonst, wenn die Sonne scheint oder was, sieht es ja selber, das ist echt richtig schön. Genau, das war es eigentlich jetzt schon wieder fast zu dem Video. Ja genau, das war jetzt eigentlich bloß ein kurzes Update-Video. Ich werde jetzt dann noch die nächsten Tage Fitnessstudio suchen müssen, das ist natürlich ganz wichtig, das habe ich noch nicht. Und dann mal wieder in den Schulalltag reinkommen. Ja, das wird jetzt auch richtig heftig, aber ja, ich glaube, das schaffen wir schon. Wie gesagt, die nächsten Videos oder die nächsten zwei Jahre bin ich jetzt erst einmal dann da in Nürnberg. Können wir uns gerne mit treffen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das war es eigentlich von dem Video. Würde ich nur kurz auf dem Laufen halten. Die nächsten Videos kommen mal wieder. Sozusagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, da gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert, dass ihr ja nichts verpasst in letzter Zeit. Also,
Bis dann. Bye bye, euer Mucho.